Ja, servus und herzlich willkommen zurück beim Giro. Heute testen wir das Augustiner Hell bzw. das Augustiner Lagerbier Hell. Und das Augustiner Hell erfreut sich gerade einer ja, sehr großen Beliebtheit. Es ist sehr populär, gerade in den Kreisen der Jugend wird das im Moment sehr oft getrunken und sehr hoch gehandelt. Das Augustiner ist eine. Oder die Augustiner Brauerei ist eine Brauerei in München und sogar Münchens älteste Brauerei. Das Ganze steht hier auch nochmal auf dem Etikett drauf. Gegründet 1328, die älteste Brauerei Münchens, hergestellt in der Augustiner Brauerei in München. Das Ganze hat auch kein Etikett am Rücken, sondern alle ja, Zutaten und Sachen des Prozent, der Prozentangaben stehen quasi vorne drauf. Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Ja, Alkoholgehalt ist 5,2%. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe es jetzt schon sehr lange nicht mehr getrunken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe es mitbekommen oder mir sagen lassen, dass dieses Bier im Moment einen ja, sehr populären Status hat, gerade in der Jugend. Und deswegen will ich mal gucken, ist das Ganze gerechtfertigt oder gibt es hier tatsächlich noch bessere Biere? Und das Ganze wollen wir testen und da wollen wir gar nicht so lange fackeln. Machen wir das Ganze mal auf. Das Design gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, sieht recht traditionell aus. Ja, hier haben wir so einen Mönch im Vordergrund. Also ich finde, das ist ein sehr traditioneller Aufbau, der gefällt mir recht gut. Machen wir den ersten Geruchstest. Das steht hier an der Seite, kühl und dunkel lagern. Ja, das ist natürlich klar. Ja, also sehr hopfige und malzige Noten, die da durchkommen. Riecht wirklich sehr lecker. Ja, so wie ein helles riechen muss wirklich. Also optimal. Schütten wir mal ein bisschen was hier ins Glas rein. Ich möchte aber auch noch ein bisschen was aus der Flasche trinken. So, schauen wir uns mal die Farbe an. Die ist wirklich ja, gelb. Ein helles Gelb. Gut durchsichtig. Also ist eine angenehme Farbe, glaube ich. Genauso wie es bei einem hellen sein muss. Probieren wir mal den ersten Schluck. Also ist gerade am Anfang sehr, sehr malzig, hat eine sehr extrem malzige Note. Das ist auch das, was der Geruch am Anfang hergegeben hat. Man schmeckt auch viel Hopfen am Anfang. Finde ich sehr angenehm, ist auch sehr frisch, sehr spritzig durch die Kohlensäure. Auch der Mittelteil bleibt dann wirklich sehr malzig. Also gerade der malzige Geschmack steht hier wirklich im Vordergrund, am Antrunk, aber auch im Mittelteil. Ja, jetzt gucken wir mal, was hinten rauskommt. Ja, da kommt noch mal so eine würzige Süße hinten raus. Leicht bitter, aber wirklich nur im sehr dezenten Bereich. Insgesamt würde ich das Bier als sehr süffig, sehr mild beschreiben. Also es ist ein sehr angenehmes Helles. Das kann man schon mal festhalten. Sehr extreme Malznoten, also sehr malzbetont in allen Bereichen. Der Hopfengeschmack kommt gut durch. Es ist sehr spritzig, also es hat eine gute oder viel Kohlensäure. Das muss einem natürlich gefallen. Dadurch ist es sehr, sehr erfrischend. Und man kann es gut trinken. Also ich finde es sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich würde dem Ganzen 7 von 10 Punkten geben. Gefällt mir echt sehr gut. Oder ich würde sogar 8 von 10 Punkten geben. Also ich glaube, ne, das ist wirklich ein gutes Helles. Das kann man wirklich sagen. Also gerade wenn man auf so einen malzhaltigen Geschmack steht, wenn man auf Kohlensäure steht und wenn man es mild haben möchte, mild und süffig, dann ist man, glaube ich, hier wirklich
sehr gut mit bedient. Da kann man wirklich ein gutes, helles hier trinken vom Augustinerbräu. Ja, probiert es wirklich mal selbst aus oder schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr das Augustiner Hell natürlich kennt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Bier so einschätzt. Vielleicht habt ihr ja eine ganz andere Meinung, eine bessere, eine schlechtere. Dann schreibt es gerne unten rein. Ich fand es jetzt wirklich sehr lecker, sehr süffig und verabschiede mich, werde das Ganze jetzt noch genüsslich auftrinken. Bis zum nächsten Mal und ciao.